Gute, mein Name ist Robin Elsinger, ich bin 21 Jahre alt und fahre seit 9 Jahren Skateboard. Wenn man eine Leidenschaft hat wie Skateboarden, dann verändert sich einfach der Blickwinkel auf alles. Man sieht Treppen irgendwo oder man sieht Rampen irgendwo und verwendet sie einfach für den eigenen Sport und macht Sachen runter oder drauf oder egal was man machen kann, es gibt unzählige Möglichkeiten. Disziplin und Ehrgeiz sind beim Skaten extrem wichtig. Wenn du einen Trick wirklich stehen willst, es gibt diverse Tricks, die gehen einfach nicht. Die gehen einfach nicht. Das sind persönliche Hasstricks. Und da musst du wochenlang oder monatelang einfach nur diesen Trick üben, bis er irgendwann mal geht. Meine Motivation beim Skaten ist einfach, dass man wie hier an einem Skatepark mit seinen Kumpels zusammen Skateboard fahren kann. Aber auch, dass es unzählige verschiedene Trickkombinationen gibt. Man lernt eigentlich nie aus. Man lernt jeden Tag irgendeine andere neue Dummheit. Das Beste am Skaten ist, dass man nach seinem eigenen Kopf gehen kann. Wenn ich jetzt Bock habe auf Rampe fahren, dann fahre ich Rampe. Wenn ich Bock habe auf Curb, dann fahre ich Curb. Oder wenn ich Bock habe, morgens nach dem Aufstehen direkt Skateboard zu fahren, dann fahre ich direkt morgens. Oder ich fahre direkt abends oder sogar nachts. Da gibt es keine Öffnungszeiten oder Trainingszeiten oder niemand, der dir was vorschreibt, was du machen sollst. No!